Hallo, Hühnchenbestrichter-Freunde, wir stellen euch heute beide einen neuen Tabak vor. Und ja, wir brauchen in meiner 66er Hühnchenbestrichter. Ich überlege jetzt gerade, wie die heißt. Ist auf jeden Fall eine matt blau-schwarze, mit der haben wir schon öfter geraucht. Und ich stelle euch heute einen neuen Tabak vor. Wir haben heute von Al-Jazeera die Maracuja-Sorte, also Al-Jazeera Molasses. Maracuja nennt sich die ganze Sache. Ich habe das Ganze erst mit C, mit Q geschrieben. Eigentlich wird auch Maracuja mit Q geschrieben. Ist egal. So sieht der Topf aus. Ich zeige euch ein bisschen vom Nahen. Ist eine Maracuja drauf, ist auch ein Maracuja-Geschmack und ich finde den Topf schon ganz neckisch, weil der hat so ein kleines Henkelchen, das finde ich ganz, ganz cool gemacht. Vor allem den kann man auch das untere Ende, wenn man mehr hat, kann man so übereinander stellen. Also vom Topf auf jeden Fall schon mal super, ist auch super dicht, also hält auch. Und ja, jetzt gehen wir auch mal auf das Innere. Das Ganze öffnen, kommt uns der Tabak entgegen. Hier ist bloß nicht mehr viel Tabak drin. Ich zeige euch oben ein Foto auch mal jetzt vom Schnitt. Der Schnitt ist 1A, ist auch super feucht, als ich ihn noch gekauft habe. Ich habe ihn jetzt schon ungefähr einen Monat, anderthalb, schon ein paar Köpfe damit geraucht. Ist auch ein super Schnitt, muss ich sagen. Es ist schön feucht, sieht auch super aus so. Vom Ganzen ist ein bisschen bräunlicher, ist nicht so rot wie viele andere Tabak. Ja, kann man nicht meckern. Vom Geruch ist er sehr süß. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie eine Maracuja riecht. Ganz ehrlich, ich trinke so wenig Maracuja-Saft. Ich rauche zu wenig Maracuja, ich, keine Ahnung, esse zu wenig Maracuja. Kann ich euch jetzt nicht sagen, wie genau ein Maracuja riecht. Also, ich würde einfach mal sagen, der riecht wie eine Maracuja, er riecht schön fruchtig. Muss ich sagen, ich habe heute Strickjacke an, weil langsam kommt die kalte Zeit und dann muss man sich natürlich in den Videos anpassen. Irgendwann sitze ich dann im dicken Pelzmantel hier. Nee, vom Geruch, wie gesagt, super fruchtig. Kann man nichts gegen sagen. Also, ich finde ihn voll okay. Also, super, muss ich sagen, vom Geruch. Schon super fruchtig, finde ich. Ich habe mir jetzt schon vorbereitet. Ich rauche jetzt ungefähr schon 20 Minuten, also versuche seit ungefähr 5 Stunden den anzuziehen. Hat am Anfang nicht so ganz geklappt, wahrscheinlich weil er schon ein bisschen älter ist und die Kohle nicht ganz durch war, so auf jeden Fall. Kann man eigentlich nicht sagen, aber wir können ja einfach noch mal ein bisschen den anziehen, den Tabak. Wir sehen, er ist super an. Jetzt raucht er ins A, vor allem hat er den gar nicht geraucht. Ich habe eine Blase im Mund und die nervt die übelst. Die ist genau an der Wand so. Das ist übelst nervig. Aber gut, da muss ich durch. Nee, wie gesagt, Al-Jazeera Maracuja haben wir heute. Mir wieder den Preis geschrieben, gucke ich die ganze Zeit drauf, warum weiß ich auch nicht. In einem schönen Henkeltöpfchen und vom Rauch. 1A kann man nicht meckern. Von der Feuchtigkeit, wie gesagt, kann man auch nicht meckern. Und vom Geschmack her. Es ist mal was anderes. Also es ist nur eine Sorte. Das habe ich echt selten, dass ich nur eine Sorte rauche. Ja, das ist nur ein Geschmack. Ich habe sonst immer mit zig anderen Sorten. Hier haben wir mal, also das ist sogar der einzige, den ich da habe, wo nur eine Sorte drin ist. Also jetzt ohne Eis, ohne irgendwelche andere Mixsorten wie Minze dazu gesehen. Das ist jetzt wirklich mal, ich würde nicht sagen ein Rohtabak, wo halt nur eine Sorte ist. Ne? Ja, also vom Geschmack ist auf jeden Fall schön fruchtig, muss ich sagen. Hat eine etwas stärkere Note, also ist jetzt nicht so super fruchtig wie, weiß ich, ein Erdbeertabak oder Zitrone ist natürlich klar, ist ein viel stärker, nee, warum kann ich nicht sitzen. Ist natürlich nicht so wie sonst das, was man sonst kennt, wie Erdbeere oder so, wo man so einen super süßen Geschmack hat. Hat man die nicht, ist auch kein Problem, muss ich sagen. Also er schmeckt trotzdem, vor allen Dingen auch vom Ziehen ist er 1A, also wir sehen ja auch, hier hat man keine, zieht man nicht nur Luft, beziehungsweise ist es auch ein bisschen stärker vom Zug. Robert 1A, ja, die optimale Menge Wasser hier genommen. Nee, vom Geschmack, wie gesagt, schön fruchtig. Schmeckt auf jeden Fall nach dem, was es riecht. Muss aber gerade eben sagen, ich war gerade eben nicht eben angezogen, da war ich gerade eben nochmal draußen aus dem Zimmer und bin nochmal reingekommen. Dann hat er wieder Schokotabak gerochen, den ich früher mal geraucht hatte und der mir echt gar nicht geschmeckt hat. Das hat schon das Zimmer riecht ein bisschen schokoladig. Entweder bilde ich es mir ein, bin irgendwo ein riesen Weihnachtsmann zu stehen oder ein riesen Osterhasen aus Schokolade. Ist auf jeden Fall komisch, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe ihn schon ein paar Mal geraucht. Immer bei Bundesligaspielen habe ich ihn eigentlich geraucht. Mein Onkel da ist, weil es jetzt nun kein penetranter Geschmack ist. Weil, ja, mein Umfeld, sagen wir mal, mein Onkel raucht nicht und ihn stört es nur nicht, wenn ich rauchen würde. Aber, ja, was soll ich dazu sagen? Also, der ist erträglich, meinte er. Der meinte auch selber,
Der riecht eigentlich ganz lecker, wie gesagt, rauchen tut er nicht, aber ja, ist jetzt noch nicht wie manche andere Tabaksorten. Bei mir ist es Pfirsichminze, der halt mir übelst penetrant irgendwann schmeckt und wo der Raum auch danach riecht, wo man sich dann auch herauf einfach. Nee, ist voll okay, muss ich sagen. Raucht auch 1A. Das ist der erste Al-Jazeera-Tabak, den ich geholt habe, mal. Ist gar nicht, was ich früher damals geholt habe. Ich habe etwas Citrus-Kaktus und dazu den, weil ich dann noch gesagt habe, gib mir mal irgendwas, was man so selten raucht. Hatte mir Al-Jazeera geraucht, erste Al-Jazeera. Bin zufrieden mit Al-Jazeera. Ist auf jeden Fall voll okay. Was sagt das ganze Preise hier? Wir haben hier 200 Gramm. So, komisch greifen. 200 Gramm, 13,90 Euro habe ich hier zu stehen. Ist auch im Internet der Preis. Also es gab in den letzten 2 Monaten keine Erhöhung vom Preis. Voll okay, muss ich sagen. 50 Gramm wären wir bei 4,50 €. Also sind 2 normale, völlig Standardpreise. 500 Gramm gibt es den auch. Das ist ein größerer Henkeltopf. Da zahlt man für 500 Gramm 29,90 € im Internet. Hat man eine Differenz. Ich habe das mal hochgerechnet. Wenn du jetzt 200 Gramm dreimal nimmst, teilst einmal, dann würdest du ungefähr auf 34 noch was kommen. Dann hat man eine Differenz von ungefähr, sagen wir mal, 4,80 €, was bei drei Dingern natürlich ein bisschen anders ist. Du hast natürlich 600 Gramm, aber dann empfiehlt sich doch die 500 Gramm Packung zu nehmen. Ist natürlich immer so, ist auf jeden Fall voll okay. Vom Preis kann man nicht meckern, 13,90 € Standardpreis, voll okay, muss ich sagen, Babu-mäßig. Und ja, was gibt es auch zum Tag zu sagen? Mir schmeckt er auf jeden Fall. Normal holen würde ich ihn jetzt nicht unbedingt. Kaufempfehlung gebe ich dennoch raus, weil ich habe jetzt einmal Maracuja geraucht, einmal Maracuja reicht mir auch. Und ja, kann man nicht meckern, kann man echt nicht meckern, ist wirklich ein super Rauch und schmeckt, ne, schmeckt einfach. Ich würde sagen, zum Ende des Videos, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, holt euch den Tabak und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Lülith und lasst euch eure nächste Shisha schön schmecken, denn ihr wisst, Shisha auch und tut gut vom Geschmack. Ne? Wir sehen uns nächsten wieder. Ne? Bis dahin, Leute. Ich krieg zum Ende jetzt wirklich immer kaum Rauch hin. Schon einen Videos gehabt. Muss man auch ordentlich ziehen hier. Ja?